So, die nächste Kandidatin, aber ich muss mal kurz das iPad abstützen, das wird nämlich langsam unbequem. So, herrlich. So, die Lara. Grüße gehen raus, Schätzelein. Sie hatte eine Frage oder mehrere Fragen, beziehungsweise war ganz witzig. Ich glaube, an einem Tag hat sie mir geschrieben, erstmal, wie sie, da kommen wir jetzt zu, wie sie hier vernünftig Tipps drauf kriegt. Und zwar die Frage war, ob da überhaupt Tipps passen. Also ich glaube, dass das kein Problem sein sollte, da Tipps draufkleben zu können, sollen, dürfen, wie auch immer. Da passt auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann halt Schablone. Ja, das war die Frage. Ich glaube, das haben wir auch relativ gut geklärt. Dann hatte sie mir dieses Bild noch geschickt. Hier bei dem einen Finger, dieser Zeigefinger, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Der wurde wahrscheinlich mal irgendwann verletzt oder ich sehe da eine Naht, vielleicht wurde der mal operiert oder so. Dadurch ist der Nagel natürlich schief gewachsen. Bei solchen Nägeln macht das Ganze ganz kurz und klebt einen Tipp drauf. Mehr ist es einfach nicht. Ne? Ganz kurz machen, Tipp drauf kleben. Ich mache mal kurz einen Screenshot, damit ich ein bisschen drauf rummalen kann. Also ganz kurz machen, mindestens bis dahin, also wirklich rappelkurz und dann den Tipp relativ weit oben ansetzen, so dass ihr den Nagel so gerade wie möglich kriegt. Ich sehe jetzt hier nicht genau, wie tief der nach unten wächst, also ob das so ein Papageiennagel ist. Sieht für mich aber so aus. Das heißt, relativ weit hinten ansetzen den Tipp und das Ganze dann versuchen mit Aufbaugel auszugleichen. Das ist eigentlich alles bei solchen Fingerchen. Genau. Das verhält sich genauso wie bei Sprungschanzennägeln, also die nach oben wachsen. Auch rappelkurz machen, Tipp drauf, relativ weit hinten. Obwohl bei Sprungschanzennägeln braucht man nicht mal weit hinten, sondern einfach normal draufkleben. Wichtig ist, kurz machen und dann Gel oder Schablone drauf. Bei dem hier hätte ich jetzt eine Schablone gemacht zum Beispiel. Dadurch habt ihr ein bisschen mehr Gewalt über das Gel und über die Ausrichtung des Nagels als mit einem Tipp. Finde ich persönlich immer ein bisschen angenehmer, aber kommt natürlich auf eure Skills an. So, das können wir wieder löschen. So, dann Sprachnachricht. Sprachnachrichten sind übrigens immer doof, weil ich kann die meistens nicht abhören oder es dauert sehr lange, bis ihr eine Antwort kriegt. Weil meistens bin ich unterwegs oder auf Arbeit oder beim Sport, da kann ich es mir auch nicht wirklich anhören. Daher ist immer ganz cool, wenn ihr mir normal schreibt. Ja, ist immer geiler. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar Fotos, die kann ich nicht mehr aufrufen. Leider, aber ich habe hier die ganzen Sachen schon mal markiert und ihr zurückgeschickt. War ganz witzig, ich war beim Training und ich habe dann immer in den Pausensätzen ihr Tipps gegeben und sie hat gerade frisch, also sie war gerade dabei, Nägel zu machen und hat mir Fotos davon geschickt, live quasi, live Nagelschulung. Genau, da hat sie gerade die Tipps drauf geklebt und hat gefragt, ob das so okay ist oder nicht. Der Zeigefinger ist okay. Hier haben wir das Problem, die Qualität ist natürlich größer. Hier haben wir das Problem, hier ist sehr viel Luft drunter. Unter den drei Nägeln ist sehr viel Luft drunter. Die mussten wieder komplett ab. Hier ist das Problem, dass entweder zu wenig Kleber auf dem Tipp war oder ist und oder dass der Tipp falsch angesetzt wurde. Hier beim kleinen Finger zum Beispiel sieht man das ganz gut, dass das ist einer der häufigsten Anfängerfehler beim Tippkleben. Wie oft ich das in meinen Schulungen gesehen habe, also es hat wirklich fast jeder irgendwie so ein bisschen Probleme mit gehabt. Und zwar neigen die meisten dazu, den Tipp drauf zu drücken und dann gehen sie vorne an der Spitze mit dem Tipp immer weiter höher, immer weiter höher. Ja, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber die gehen wirklich höher, so entsteht vorne natürlich an der Spitze Luft und das solltet ihr tunlichst vermeiden.
Genau. Also wirklich gucken, sobald vorne so eine helle Stelle entsteht, sofort den Tipp wieder vorne an die Spitze ein bisschen runterdrücken, sodass die Luft wieder rausgedrückt wird. Das Ganze dann auch lange festhalten, falls ihr merkt, dass der Tippkleber bei der Kundin nicht so gut hält oder länger braucht, dann wirklich mindestens 10 Sekunden andrücken, wenn nicht sogar länger. Genau, bis das Ganze wirklich fest ist und sich nicht mehr ablösen kann. Das Ganze ist natürlich auch krass, wenn der Kunde einen relativ flachen Nagel hat, also keine Wölbung drin hat oder eine zu starke Wölbung drin hat, sodass der Tipp sich von alleine wieder abdrückt. Da wirklich ein bisschen länger den Tipp auf den Nagel drücken, sodass der Kleber sich vernünftig festigen kann und ja, genau. Dann, genau, hier war doch mal die andere Hand, da war dasselbe Problem. Hier hat sich an der Seite extrem viel Luft reingezogen, der Tipp ist auch viel zu weit oben. Also den Tipp hätte ich hier gekürzt, also vorne ein bisschen kürzer gefeilt. Nehmen wir mal einen Screenshot. So, also erstens hätte ich den Tipp ein bisschen kürzer gemacht, aber ich sehe gerade, dass der Nagel relativ lang darunter ist. Also der Nagel müsste ungefähr bis hier hingehen. Das heißt, der ist viel zu weit oben. Der müsste ein Stück weiter zur Nagelspitze hin. Genau. Ansonsten, wenn ihr wirklich so kurze Nägel habt, dann feilt den Tipp einfach ein bisschen kürzer. Also das hier einfach abfeilen und dann draufsetzen. Ganz einfach. Oder verkürzte Tipps nehmen. Wie ich es immer mache, verkürzte Tipps sind auch immer super. So, dann, genau, hier haben wir, glaube ich, das fertige Ergebnis. Gucken wir eben rein. Ja, auch hier bei der Nagelhaut muss natürlich noch mal ein bisschen geguckt werden. Auch hier mit einem feinen Tipp, einem feinen Pinsel, aber irgendwie Sprachfindungsstörung, wie auch immer. Ich mache nochmal einen Screenshot. Auch hier bei der Nagelhaut wieder ein bisschen sorgfältiger arbeiten, dann sieht das Ganze auch ein bisschen sauberer aus, möchte ich mal sagen. Ich glaube, hier hast du die Kunde ein bisschen verletzt. Entweder ist es verletzt oder Farbe oder beides. Ich weiß es nicht. Beim Feilen ein bisschen aufpassen natürlich. Hier vorne an der Spitze fehlt ein bisschen Farbe. Kann natürlich aber auch an der Farbe liegen. Ansonsten, hier ist der Aufbau noch ein bisschen flach. Da könnte ruhig ein bisschen mehr drauf. Ich zeige mal, wie es ungefähr aussehen müsste. So müsste es ungefähr aussehen. So, was haben wir noch? Ja, ansonsten, hier passt die Form noch nicht so ganz bei denen. Ja, ansonsten, die Form gefällt mir hier schon echt ganz gut. Die Form auch. Hier sehe ich an der, also bei dem Finger sehe ich an der Spiegelung, an diesem hellen hier, dass der Aufbau auch noch nicht so ganz passt. Also mein Lieblingsnagel ist der hier. Auf jeden Fall, ja. Ja, wie gesagt, an der Nagelhaut noch ein bisschen arbeiten und Aufbau, aber das sind so die üblichen Anfängerprobleme, sage ich mal. Da kann man auf jeden Fall mit Übung viel erreichen. So, weiter geht's. Mit der Julie. Julie? Hallöchen. Geht natürlich für alle. Danke für eure Nachrichten und dass ihr da so viel Wert drauf legt, dass ich da immer drauf gucke. Finde ich gut. So, was haben wir denn hier für. Genau, nehmen wir das hier zum Beispiel mal. Nochmal ein Screenshot davon. Hier haben wir zum Beispiel auch an der Nagelhaut. Hier hätte man noch mal ein bisschen mehr mit
dem Gel malen können. Bei dem hier sieht das schon echt ganz gut aus. Hier ist natürlich noch minimal Nagelhaut, die weg sein könnte. Genau wie hier. Ansonsten ist das schon ganz okay. Hier ist es vorne ein bisschen dick geworden. Ich weiß nicht, ob das ein... Ich glaube, das ist ein Tipp. Würde ich jetzt mal schätzen, genau. Also wie gesagt, vorne ist es ein bisschen dick geworden. Da wirklich gucken, dass ihr den Apex vernünftig feilt. Und das da... gucken, dass ihr da vorne ein bisschen flacher werdet. So ein Millimeter sollte da sein. Viel mehr braucht ihr da eigentlich nicht. Genau, aber hier genau dasselbe wie bei den anderen. Nagelhaut ein bisschen mehr entfernen, zurückschieben. Wirklich beim Schluss nochmal, bevor ihr lackiert, das Ganze zurückschieben. Und dann seid ihr da eigentlich auch schon recht safe. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Ah ja. Ein Screenshot. So. Hier sehe ich, dass French, also der Nagel hier ist leicht, also der Zeigefinger ist leicht schräg. Es kann natürlich sein, dass das dann die Naturnägel sind, die da so leicht schräg sind. Der müsste ein bisschen gerader sein. Also der fällt hier zu der Seite ein bisschen ab. Genau. Kann natürlich jetzt auch... Nee. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der ein bisschen schräg. Wirklich beim Nachfallen wirklich von oben nochmal vernünftig drauf gucken. Meistens ist das auch so ein bisschen optische Täuschung. Dann haltet die Hand von der Kundin mal so vor euch. Dann seht ihr meistens, was da oder wo ihr noch feilen müsst. Genau. Auch hier sehe ich vor allen Dingen hier an der Spiegelung, dass da entweder zu wenig Aufbaugel drauf ist. Auf jeden Fall stimmt da irgendwas mit dem Apex nicht. Da auf jeden Fall nochmal eine vernünftige Kugel draufsetzen und den Apex vernünftig nachfeilen. Genau wie hier an der Spiegelung sehe ich auch, dass da irgendwas nicht passt mit dem Apex. Genau. Trench könnte ein bisschen tiefer sein, damit man hier diesen Rand nicht so sieht. Genau wie hier. Also den French, ja, so ein Nagel wächst 3-4 mm, kommt immer drauf an, in 3-4 Wochen, also so ein Millimeter pro Woche kann man sagen. So tief solltet ihr den French dann auch ziehen, damit der Kunde relativ lange was davon hat. Natürlich nicht übertreiben, aber ein bisschen tiefer darf der gerne sein. Jo. Ansonsten gehen wir mal zum nächsten Bild. So. Hier haben wir ein kleines Design drauf. Guten Morgen. Ja, hat sie ein bisschen ein paar Smileys drauf gemalt. Auch sehr geil. Wie gesagt, ich werde hier keine Designs bewerten. Das kann jeder machen, wie er will. Hier hätte ich die Smileys zum Beispiel, ich glaube, du hast das mit Gel versucht drauf zu machen. Also sieht für mich so aus. Ich hätte es mal mit Acrylfarbe versucht, also die Bastel-Acrylfarbe, die du auch bei Idee oder irgendeinem Bastelladen kriegst. Den Nagel kurz vorher anrauen, also Farbe drauf, dieses Rot, drauf machen, kurz eine Versiegelung drauf, kurz ein bisschen anbuffern und dann kannst du wunderbar mit Acrylfarbe drauf malen. Die Striche werden deutlich feiner und sehen auch nicht so ausgewaschen aus wie hier zum Beispiel. So, dann haben wir hier, ich glaube, ein bisschen... Dann bist du hier, glaube ich, auf die Haut gekommen. Hier ist, glaube ich, ein bisschen was schief gelaufen. Ansonsten auch hier musst du mit der Form noch mal ein bisschen gucken. Hier, das passt nicht so ganz.
Genau. Ja. Ansonsten ist das Bild relativ pixelig. Also wenn ihr mir Bilder schickt, dann achtet bitte darauf, dass die relativ hochauflösend sind. Dann kann ich euch auch ein bisschen mehr dazu sagen. Und auch mal von der Seite auch mal ein Bild machen, damit ich gucken kann, ob der Apex passt. Nicht immer nur von oben. Dann kann ich das besser beurteilen. Genau. Ja. Weiter geht's. Gucken wir doch mal hier. Na, gucken wir mal Ende. Was haben wir hier? Ja, hier sieht der Aufbau schon deutlich besser aus. Kurz ein Screenshot. Und hier könntest du. Und hier bei dem Stamping könntest du, nachdem du das Stamping drauf gemacht hast, vorsichtig nochmal mit so einem Nagellack-Entfernungsstift das übrige entfernen, was da so auf die Nagelhaut gekommen ist. Und dann passt das auch. So. Das hier schaut doch schon ganz gut aus. Also man sieht auf jeden Fall, dass es immer besser wird. Hier sieht der Aufbau echt auch ganz gut aus. Hier ist auch echt schön lackiert, muss ich sagen. Vielleicht hätte man hier auch nochmal ein bisschen sorgfältiger an der Nagelhaut arbeiten können, aber ansonsten sieht der Aufbau echt gut aus. Die Form sieht gut aus, der French passt. Vielleicht ist am Daumen ein bisschen, der Daumen ein bisschen kurz geraten, aber ansonsten sehen die schon ganz gut aus. Genau wie bei dem hier, da passt der Aufbau auch. Auch hier wieder Nagelhaut, das ist so, das zieht sich ein bisschen durch. Da musst du mal ein bisschen, nochmal wirklich zum Schluss die Nagelhaut ein bisschen entfernen und dann passt das. So, kommen wir zur nächsten Kandidatin. So, die nächste ist die Samara Vogelmann. So, hier hat sie generell, ich habe schon darauf geantwortet, leider kann ich das Bild nicht mehr sehen, was sie mir damals geschickt hat. Hier nur noch die Verbesserung, die ich ihr damals geschickt habe. Und zwar war hier auch wieder das Problem mit der Nagelhaut. Hier ist sie leicht mit dem Gel über die Nagelhaut gekommen. Da müsst ihr wirklich aufpassen, weil das ist das erste, wo die Luft runterkommt. Zudem sieht man hier den Tipp noch ein bisschen durch. Vor allem am Mittelfinger sehr stark. Entweder benutzt ihr klare Tipps, wenn ihr euch da noch nicht so richtig traut. Also wie gesagt, entweder klare Tipps oder ihr feilt den Übergang noch ein bisschen feiner weg. Ja, das war es hier eigentlich auch schon. Genau. Ja, weiter zur nächsten. Auch an die Flummi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Schöne Grüße. Ja, sie hat das Problem, dass hier immer nach der Modellage solche Rillen entstehen. Woran kann das liegen? Es wird daran liegen, dass die Gute da zu viel beim Nachfeilen am Naturnagel gesägt hat und dadurch entstehen dann solche Rillen. Das kann natürlich auch sein beim Tipp-Nachfeilen, dass dann solche Rillen entstehen. Es kann sein, dass vielleicht beim Abfräsen solche Rillen entstehen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, den Naturnagel nicht zu sehr feilen, denn gerade da entstehen solche Rillen. Man sieht es immer sehr gut bei, ja, ich möchte sie nicht schon wieder schlecht reden, aber ich muss es tun, bei diesen ganzen Chinesen-Studios, weil die feilen mit der Fräse nach, ihr Acrylwerk quasi. Und da kann es natürlich sehr schnell dazu kommen, dass ihr den Naturnagel ansägt und dadurch solche Rillen entstehen. Genau, also wirklich vorsichtig sein beim Nachfeilen und dann dürfte das auch nicht passieren. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, auch mal andere Nägel zu sehen, außer Franzis. Ja, ich finde es immer wieder cool und interessant, was ihr mir für Bilder schickt. Macht gerne weiter damit. Wie gesagt, bessere Qualität wäre natürlich super und gerne auch von allen Seiten das Ganze fotografieren, damit ich euch ein bisschen mehr Feedback und Hilfestellung geben kann.
Ja, ansonsten, es kommen natürlich viel, viel mehr Bilder rein. Ich habe jetzt nur mal ein paar rausgesucht. Es sind meistens die immer wieder dieselben Verbesserungsvorschläge von mir, Nagelhaut und natürlich auch der Aufbau, ganz wichtig, Apex, immer schön beachten, dass der stark genug ist, umso länger der Nagel ist, umso härter. Also der Schlafmangel macht sich ein bisschen bemerkbar. Der Apex sollte dick genug sein, an der richtigen Stelle sitzen, darauf bitte achten. An der Nagelhaut dürft ihr gerne ein bisschen sorgfältiger arbeiten und auch ein bisschen euch mehr Zeit lassen, generell mehr Zeit lassen, die Geschwindigkeit kommt mit der Übung. So, das soll es auch gewesen sein mit diesem Video. Ich glaube, es ist auch relativ lang geworden. Ich guck mal, wann ich es geschnitten kriege. Meine Elternzeit ist bald vorbei. Am 7.9. muss ich wieder arbeiten. Dann geht der harte Alltag wieder weiter. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Denkt dran, sharen, teilen, abonnieren, Glocke anklicken, was auch immer. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich gehe jetzt schlafen. Euer Chris.